10. April 2019, 9.40 Uhr, mhot-online.de. Daniela Katzenberger, sie weiß, wie es um ihren Schwiegervater Costa Cordalis steht. Quelle: Andreas Renz, Getty Images. Die Sorge um Costa Cordalis ist groß. Nachdem er vor fast drei Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, postete Daniela Katzenberger ein besorgniserregendes Foto. Nun äußert sie sich zu seinem Zustand. Nach einem Schwächeanfall lag Costa Cordalis mehrere Wochen in einer Klinik auf Mallorca. Mittlerweile ist er wieder zu Hause. Doch die Fans sind immer noch in Sorge. Auf Fotos wirkt der Schlagerstar geschwächt. Von Daniela Katzenberger gibt es jetzt ein Update zum Befinden ihres Schwiegervaters. Natürlich braucht es seine Zeit. Es geht ihm gut, aber natürlich braucht es seine Zeit, nach einem Krankenhaus zu regenerieren, sagte die 32-Jährige zur Bild. Zwar ist er wieder bei seinen Liebsten, doch er muss sich weiter schonen, kann längst nicht wieder zurück auf die Bühne. Daniela Katzenberger und Costas Sohn Lukas Cordalis teilten auf Instagram vor kurzem jeweils ein Foto mit dem 74-Jährigen. Auch wenn er darauf von der Krankheit gezeichnet aussieht, so wird deutlich, dass er sich im Kreise seiner Familie wohlfühlt und dass ihm das Zusammensein mit Enkeltochter Sophia, seinem Sohn Lukas, Schwiegertochter Daniela und Ehefrau Ingrid gut tut. Kurz nach Costas Entlassung aus dem Krankenhaus sagte Daniela, es war keine leichte Zeit. Costa hatte zu viel Wasser im Körper. Wir sind oft im Krankenhaus gewesen, das gab ihm Kraft. Auch diese Worte machen deutlich, wie wichtig sein engster Kreis nun für den Anita-Interpreten ist. Verwendete Quellen: